Sockeln. Sockeln, wichtig. Ganz, ganz, ganz wichtig. Nee, stopp, wir müssen... Event Moons, die brauchen mehr Slots, als sie haben sollten. Zwei, ja, läuft gut. Drei Sockel, perfekt. Ah, das hier, deswegen. Ja, ja, okay. Okay, okay, okay. Ja, also glückmäßig und so läuft sie aktuell auch wieder einwandfrei. Könnte mir nichts Besseres vorstellen aktuell. Okay, das kommt gut, das Stuff raus. Drei Pickup-Pad-Upgrades. Wow. Grenzenlose Begeisterung. Was haben wir hier für das Zeug? Ist das irgendwie viel Geld wert? Okay. Ah, gut, nehmen wir mit. HP-Food, MP-Food. Weg damit, MP-Food. Hilfe, was hier alles da ist. Okay. Dann so, 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 ein paar mehr Versuche vielleicht. Jawohl, vierter Sockel, let's go. Hier noch Sockel rein. Come on. Aber Sockel jetzt da rein. Machen wir HP oder Damage? Das weiß ich nicht. Also Wand machen wir Damage rein. Das kann ich schon mal sagen. HP rein meine ich. Sorry, HP. Ah, fuck my life. Gut, ja, es ist halt ein Damage-Set, deswegen muss eigentlich schon Damage rein. Hier ist das Zeug. Alter, jetzt geht's gleich richtig ab. Bam! 2800 Gearscore. 6700 Attack. Holy shit. Gab es nicht irgendwo so ein Totem oder so? Gehen wir noch ganz kurz irgendwo hin und testen mal schnell Damage. Irgendwo, ja, Winter, nee, auch kacke. Gott, irgendwo. Hier an. $58k Damage? What? Alter. Yo, ist das heftig. Yo, das ist wirklich mal krass. Das ist wirklich mal heftig. Gut, jetzt haben wir gerade die Entscheidung. Upen wir noch unser Set. Was braucht denn gleich nochmal hier Tramnok? Wie viel? 3950. Ah, mit der One kriegen wir das ja nicht. Scheiß die Wandern. Da kriegen wir nicht den Gearscore. Wir kriegen nicht den Gearscore. Wir kriegen nicht den Gearscore. Scheiße, 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 scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir brauchen Element-Upgrades, fällt mir ein. Aber wir können kein Element-Upgrade auf die Waffe machen, oder? Was bringt noch... Oh, wo ist der Guide? Ich brauche den Guide wieder. Okay, hier. Okay, also wir brauchen auf alle Fälle mehr Weapon-Level. Wir haben jetzt Level 53, da geht auf alle Fälle noch ein bisschen mehr. Okay. Accessory, ja, Schmuckset, aber... Accessory to... Alter, okay, gut. Armor und Armor-Element. Oh, scheiße, ey. Das ist blöd. Das ist echt blöd, 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 blöd. Ganz, ganz, ganz blöd. Okay, haben zum Glück so viele Sansen-Oris. Ja, bloß 10 müssen wir eh von nehmen, da können wir es eigentlich instant hier upen und so. Ach so, natürlich. Plus 7 erst, dann läuft das super. Failed Upgrades, genau. Junge, wie wär's denn mal, wenn wir einfach mal irgendwie so Glück hätten oder so? Heute einfach mal irgendwie ein bisschen Glück haben, generell mal irgendwie was schaffen.
halt nicht so 100 Versuche für plus 8 verschwenden oder so, das wäre halt irgendwie schon auch mal ganz cool, so muss ich sagen. Ja, es fällt dann einfach alles okay. Das ist also auch okay, ja klar. Also ich habe ja nicht irgendwie Pläne gehabt, irgendwie Progress zu machen oder so. Nee, überhaupt nicht. Also. Alter, wird's jetzt hier mal oder was? Ja, Mann, 50 Tries von plus 6 auf plus 8. Alter, geht's noch? Ja, come on, Alter. Was ist das denn hier für eine Scheiße? Ich krieg's Kotzen. Alter, ich krieg's absolute Kotzen hier. Ja gut, also wenn es so läuft, dann müssen wir Dramnok farmen, die Waffen scrappen für Weapon Level und Dust und was, whatever. Oh, wir brauchen noch so ein Gearscore. Scheiße, ey. Ja, dann müssen wir Dramnok farmen oder halt andere Dungeons farmen. Ja, beziehungsweise wir können halt Sandpress farmen, deshalb müssen wir mal probieren einfach. Gott, ey. Beginner. Ich weiß gar nicht mehr, was einfacher war. Beginner oder... Ach, fick mein Leben. Wir haben 2600, okay. Wait, what? 27% Attack? What? Rein zufällig wollte ich den Dungeon gerade farmen. Habe ich gerade bemerkt und habe ich gerade beschlossen. 27% Attack. Was ist denn da los? Lol. Habe ich irgendwas verpasst? Habe ich irgendwas verpasst oder so? Hä? Seit wann ist das denn so krass? Ich habe schon verlaufen, oder? Fuck, Alter. Irgendwo hier war dieses Scheißvieh. Ey, dieser Dungeon ist so schlimm. Wo war denn der? Ich mag diesen Dungeon nicht. Also ja, wenn ich mir das Thema gelaufen habe und so, dann weiß ich wieder, wo alles ist, aber... davor... Oh mein Gott, ich hab's gefunden! Alter, ich war noch nie so lange in diesem Dungeon gerade am Rumirren und hab nichts gefunden. Das ist ja schlimm. Oh nee, Power-Ups sind abgelaufen, no. No. Okay, so, ich habe noch hier was bekommen von Bloody. Mega nett von ihm. Da war ich vorher, da war es falsch. Wow. Einen Helm, einen Bloody Helm. Und ja, natürlich ist es, er hat natürlich vollkommen recht. Beziehungsweise, ich habe gar nicht dran gedacht, man könnte auch einfach schon das Bloody Set fahren, bevor man hier das Ganze abt. Ich glaube, es ist auch sinnvoller. Ich glaube wirklich, es ist sinnvoller. Genau. Was? Event Reward? Was ist das denn? Ein Event... What? Ein Level 90er NPC-Axt als Event Reward? Okay, jetzt wird's aber wild. Ach, wegen Beginner Dungeon. Ah, yo. I see. Okay. Warum ist das hier eigentlich drin so warm? Es ist... Oh, ich hasse es. Ich hasse es. Warum muss es denn so warm sein hier? Das ist ja schlimm. Ja, es ist Sommer und so, okay, aber in diesem kleinen Kackzimmer hier ist es nicht auszuhalten. Es sind 14 Quadratmeter und diese 14 Quadratmeter... Junge, es ist einfach eine 14 Quadratmeter Sauna, ich sag's euch. Und ich hoffe so sehr, dass wir irgendwann umziehen können und das dann endlich anders wird. Aber wir können das Haus nicht verkaufen, das ist echt beschissen. Ui, der macht aber Schaden. Nicht viel, aber. Also, ja, naja. Nichts, was irgendwie erwähnenswert wäre. Aber
Ja, unser Schaden ist, der gefällt mir. Das können wir aktivieren. Ja, kann man auch noch aktivieren, let's go. Effektiv ist es Verschwendung, was ich gemacht. Effektiv ist es. Wait, wir haben noch sogar. Oh, Pet. Auto Heal, let's go. Nee, warte, stopp, falsches Pet. Nein. Richtiges Pet. Wo ist. Ein Pet hab ich draußen, okay. Okay, es halt wirklich super langsam irgendwie. Das ist dann wieder vom Charakterlevel abhängig übrigens. Naja. Darauf kann man sich nicht wirklich verlassen, leider. Jetzt droppen wir ein Jojo, was gebunden ist. Ach komm. Ach komm, hör doch auf. Hör doch auf einfach, das gibt's doch nicht. Vielleicht soll ich Solo-Mode farmen, oder? Wobei, nee, ich brauch die. Na, wenn ich jetzt die Wandert. Halt vierfache Droprate versus. Ja, wobei, Solo-Mode ist auch wieder. Man hat auch wieder eine andere Droprate. Ich weiß nicht, wie man die vergleichen kann, aber gefühlt, rein gefühlsmäßig würde ich sagen, so Solo-Mode ist ungefähr die Hälfte von Beginner-Mode. Etwa. Deswegen. Es wäre so einfach gewesen, hier ist der Boss. Alter Schwede. Aber gut, wir können scrappen, ist auch wichtig und so. Aber klar, ich hätte es einfach lieber Cat's Lady geben und halt nicht so. Ach, ist das blöd. Ist das blöd. So, da sind wir wieder. Schauen wir mal. Okay. Also damage-mäßig natürlich, klar, also gut, es sind eigentlich nur 6 Millionen HP, was das Ding hat. Und dafür ist unser Damage eigentlich schon relativ schwach, ehrlich gesagt. Also es ist nicht so, dass wir irgendwie gerade zu viel Damage machen würden oder so. Natürlich, wir haben jetzt halt noch nicht wirklich. Ja, okay, gut, ein bisschen ist halt auf STA auch gesetzt und so. Das macht natürlich jetzt auch einiges aus. Aber zumindest wenn ich gerade mal so Dungeons farm. Wobei, man muss. Ah, ich weiß nicht, was meint denn ihr? Schreibt es mal gerne in Kommentare. Denkt ihr, der Schaden aktuell ist gut oder schlecht? Ich meine, wir machen halt True Damage. Man muss auch bedenken, weil beim Blade und so denkt man, sieht man halt immer nur diese Crits halt von. Bam, 500k und so. Aber dann kommen halt irgendwie 3 Hits, die geblockt werden oder so. Die sieht man dann eben nicht. Also, sieht man schon, aber halt. Man will es nicht sehen. Und deswegen weiß ich es gerade nicht so genau. Also ich meine, 2 Bombs, 110k Damage ist schon geil. So. Na komm. Und was droppen wir? Nix, gar nix. Gar nix, einfach gar nix. Aber Alter, was wir hier in Geld kriegen, ist schon krass. Wo kann man hier. Wie war denn das hier gleich nochmal? Nee, das ist ein bisschen hoch noch für uns. City of Gods, aber da kann man das Zeug scrappen. Genau. Genau. Rein mit dem Ding. Boom. Oh, Weapon Dust. Ich erinnere mich. Zu gut. Viel zu gut. So, Upresia. Ich probiere es jetzt. Was ist Upresia? Wir kommen jetzt auf Upresia. Ich will nicht Upresia farmen. Ja, ne, was will ich farmen? Wir probieren es einfach nochmal auf Solo-Mode. Keine Ahnung, vielleicht. Whatever. Man kann es auch verkaufen, das Zeug. Ich hoffe nur, dass ich es jetzt eben schaffe und nicht irgendwie jetzt schlecht oder irgendwie verrecke oder so. Dass irgendwie kacke läuft. Genau, Periden können wir schon konvertieren. Ja gut, das Erwecken hat jetzt eigentlich somit nichts gekostet, quasi. Einfach, weil wir das so viel droppen können. Wir kriegen auch relativ viele XP, merke ich gerade. Leute, wie viele Furniture-Dinge haben wir denn bitte? Holy shit. Das HP und Deathbeat können wir reinpacken. Was haben wir sonst alles hier? Ja,
Ah ja, aus Pet kann man noch erwecken. Stimmt. Stimmt. Pet. Wo bist du? Da bist du. 100 FP, let's go. Jetzt geht's aber ab. Fünf Attack. Hohoho. 100 HP. Also Cast würde ich schon nehmen, aber halt... Nee, eigentlich will ich so 7 End drauf haben. Wie immer 7 End. Auf jeden Teil. Ja, oh, es läuft einfach super. Heute läuft's einfach, es ist Wahnsinn. Ich habe nur Glück, bin nur am Durchlacken und so. Irre, einfach irre. Okay, naja. Warum haben wir eine 17% Kette eigentlich? Ach, wegen Allstats? Naja, okay. Von mir aus. So, was haben wir sonst noch alles? Können wir noch irgendwas machen? Blessing of Goddess haben wir, oder? Da haben wir noch welche. Aber will ich jetzt gerade nicht während des Bosses machen. Ein bisschen blöd. Aber ich habe schon ein relativ gutes Gefühl eigentlich aktuell. Ach, ja, auch bei der Weile, lol, der macht gar keinen Schaden. Und er geht schneller down. What? Hast du was gedroppt für mich? Einen Schlüssel. 3 von 6 Runs. Sieht nicht gut aus. Sieht echt nicht gut aus. Problem ist aber, wir können halt vorher nicht dran laufen oder so. Und das ist echt ein Problem. Weil Tramlook würde ich halt schon ganz gern laufen, ehrlich gesagt. Alter, wir haben jetzt 2:30. Ich habe nicht mal gefrühstückt. Fuck my life. Ich bin jetzt so spät aufgestanden, weil ich halt einfach nicht gepennt habe. Und später habe ich dann gepennt. Aber dann war es schon Mittag oder so. Oder ja, weiß nicht. Oder fast Mittag. Ja, ich muss nach dem Run, glaube ich, erstmal offline gehen. Erstmal alles machen. Ich muss auch noch duschen und so. Bett frisch beziehen. Oh. Ich hasse Sommer, Mann. Warum? Wer hat Sommer erfunden, Mann? Winter reicht doch eigentlich. Oder halt von mir aus Sommer halt nur in so ein paar Biomen. Halt irgendwie so, weiß ich nicht, irgendwie so im Strandbiom ist halt okay, wenn Sommer ist. Oder irgendwie im Regenwaldbiom ist es auch okay, aber... Warum denn hier auf der Nordhalbkugel, Mann? Das ist doch. Ist doch schwachsinnig, ja? Verstehe ich einfach nicht. Ich muss gerade mein eigenes Passwort brute forcen. Und ich hab's geschafft. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das läuft ja super. Das läuft echt super. So, let's go. Letztes Mob erstmal. Dann muss ich erstmal offline gehen. Jo, also gut, ich meine, Solo-Mode und so farmt sich das Ding ja schon ganz gut. Also, ich weiß halt nicht. Ich meine, klar, Beginner-Mode wäre halt besser. Aber es ist halt ein bisschen asozial, wenn man dann farmt. Deswegen, keine Ahnung. Vielleicht farmt letzten 2 Runs wieder im Beginner-Mode. Kann sogar ziemlich gut sein, ehrlich gesagt. Ja, ich mach's wahrscheinlich. Also, außer ich droppe jetzt halt irgendwie was. Ja, läuft gut. Läuft richtig gut. Gut, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.